Good morning! Heute mal ein bisschen bedrückteres Video, Weweb. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Ganze hier anfangen soll. Erstmal brauchen wir traurige Musik, dunkle Hintergrund. Jetzt können wir. Also, ich wurde auf Instagram gebannt. Ja, richtig. Ich bin noch bis zum 5.3. auf Instagram gesperrt. Ich weiß nicht wodurch, ich weiß nicht worüber, ich weiß nicht weswegen. Instagram sagt mir auch nicht was. Ich soll gegen irgendeine von den 70.000 AGBs verstoßen haben, die ich mir durchgelesen habe. 2 Stunden meiner Lebenszeit angezündet wie ein Osterfeuer. So, ja, was soll ich sagen? Also, ich war am Freitag, wo die Nachricht halt reinkam, betrübt, dass ich für eine Woche auf Instagram gesperrt bin. Weil Instagram ist so das Ding, das habe ich mitunter am liebsten. Klar, ich habe immer gerne gestreamt und so, aber ich habe auch einfach gerne geteilt, was ich so am Tag mache. Es hat zu meinem Tagesablauf gehört, morgens Handy aufklappen, ne, Instagram-Story zu machen. Das hat einfach dazugehört. Und das so dazugehört und dir jemand das einfach wegnimmt und du nichts dagegen machen kannst, du bist so down. Du hast keinen Bock mehr auf gar nichts. Und wenn du keinen Bock mehr hast auf gar nichts und dennoch aber viermal die Woche streamen musst, 2-3 Videos die Woche machen musst, TikTok und so, kann man auch verstehen, dass man ehrlich gesagt da nicht so Bock hatte. Ich habe es immer noch durchgezogen, mittlerweile habe ich wieder mehr Bock, bin ich ganz ehrlich. Es hat sich so ein bisschen gelegt, ich bin damit klargekommen, ich weiß jetzt, wie ich es neu mache, ich werde mich Instagram komplett neu starten, wenn man es so will, weil das hat mir jetzt auch so den Antrieb dafür nochmal gegeben. Also was am Ende des Tages noch was Gutes, was mir eigentlich passiert ist. Klar, es sollte nicht passieren. Es hätte auch eigentlich gar nicht passieren dürfen. Aber es ist nur was passiert. So. Und am Ende des Tages ist es gut gewesen. Weil jetzt gehe ich so mäßig den nächsten Schritt. Das hört sich mega cringe an, ist aber so. Ich gehe den nächsten Step. Let's go. Step up. Die Bridge. Babam. Nee. Ich werde halt jetzt mein Gesicht am 5.3. auf Instagram leaken. Hoffentlich seid ihr hyped. Ich werde nicht jeden Tag ein Bild auf Instagram hochladen, weil ich finde, so ein Bild sollte noch auch irgendwo was Besonderes sein. Aber genaueres werde ich euch dann nochmal im Instagram-Video sagen. Ja, und dann würde ich sagen, was ist auch erstmal für das Video wieder? Dann würde ich sagen, wieder schon reingehauen. Lasst ein Abo und ein Like da, Digga. So, sonst gibt es einen Bann im Chat. Wieder schon reingehauen.